Hallo zusammen, wir haben oft die Frage bekommen, wieso sehe ich nicht meine Grasshopper-Palette in Arriget? Also wenn ich unter Verwaltung Paletten gehe, dann habe ich keine Grasshopper-Verbindung. Und das Problem ist, dass wir müssen das in unserer Arbeitsumgebung manuell einfügen. Also wenn ich unter Verwaltung Arbeitsumgebung gehe, dann unter hier Menüs, kann ich meine Grasshopper suchen. Also wenn ich jetzt einfach eintippe Grasshopper, kommt natürlich nichts, weil es zeigt die Menüs, die schon existieren. Aber wenn ich alle Befehle nach Thema suche, dann sehe ich hier meine Grasshopper-Verbindung. Und hier, wenn ich unter Verwaltung Paletten gehe, dann habe ich die Möglichkeit, diese Live-Connection hinzufügen. Also jetzt habe ich die ausgewählt, die Grasshopper Arriget Live Connection, und kann ich hinzufügen. Und wenn ich sage okay, und jetzt gehe ich unter Verwaltung, Paletten, Grasshopper Connection, jetzt sehe ich meine Verbindung. Sonst seit Arriget 26, die Verbindung kann ich und muss ich von Grasshopper her steuern. Hier habe ich nur die Änderungsmöglichkeiten und die Möglichkeit, ob ich blockiert oder unblockiert, also gesperrt oder entsperrt die Elemente senden möchte. Ich hoffe, dass es jetzt geklappt hat und findet ihr eure Verbindung unter Verwaltung, Paletten und Grasshopper Connection. Merci vielmal und schönen Tag. Ciao, ciao.